Wie ist es als Fahrer mit dem Jumma-Gebet, der lange Fahrten macht? Ja, das ist eine Tätigkeit, das ist ein Beruf quasi. Muss er dann zum Jumma-Gebet, ist er verpflichtet dazu? Ist jemand, der arbeitet, verpflichtet zum Jumma zu gehen? Ja. Allah subhanahu wa ta'ala, ich möchte euch nur eine Sache sagen. Wenn ich antworte, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, das habe ich von meinem Schuyuch gelernt, möge Allah unsere Gelehrten segnen. Wir haben nur gelernt, mit Koran und Sunna zu antworten. Ihr werdet niemals hören, Abul Bara sagt, weil ich bin nicht wichtig. Es geht nicht um mich, es geht um Koran und Sunna. Allah Azza wa Jal sagt in Surat Al-Jumu'ah, welche Nummer ist Surat Al-Jumu'ah? 62. MashaAllah, tabarak rahman, alhamdulillah. Allah Azza wa Jal sagt, Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lissalati min yawm al-Jumu'ah, fas'au ila dhikrillah, wa dharul bay'ah. O ihr, die ihr glaubt. Wenn zum Freitagsgebet gerufen wird, das heißt, ihr hört den Adhan. In diesem Falle natürlich, wir kennen die Zeit. Okay? Weil manche Leute sind auch so schlau, der sagt, wir hören hier nicht den Adhan. Ja, mashallah, dann brauchst du auch gar nicht zu beten. Ja, subhanallah, islamische Land ist islamische Land. Aber hier, natürlich hören wir nicht den Adhan, weil man nicht den Adhan hier laut machen darf. Aber wir kennen doch die Gebetszeit. Na, wenn zum Gebet gerufen wird, was sagt Allah Azza wa Jalla? Dann arbeitet weiter. إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا. So eilt, nicht geht, eilt zum Gedenken Allahs. Was ist das Gedenken Allahs hier? Das Gebet. Das Gebet, يَوْمُ الْجُمْعَةِ. Und يَوْمُ الْجُمْعَةِ ist nur ein Gebet von 35 Gebeten. Wir haben wie viele Gebete am Tag? 5 Gebete. Wir haben nicht nur يَوْمُ الْجُمْعَةِ Muslim. Das haben wir nicht. Willst du ein richtiger Muslim sein, dann betest du deine 5 Gebete am Tag. Und wenn du sie betest, wie du sie verrichten sollst, hast du ein Versprechen von Allah. So sagte der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, in einer Überlieferung bei An-Nasai, hast du ein Versprechen von Allah, dass du das Paradies betrittst. Und all das Schöne, was wir gerade erwähnt haben, wirst du bekommen, bi'idhnillahi ta'ala. Hat es sich gelohnt? Wallahi, es hat sich gelohnt. Wenn zum Freitagsgebet gerufen wird, dann eilt zum Gedenken Allahs, zum Gebet und... Jetzt kommt das Wichtigste, unterlass den Handel. Was ist die größte Sorge von einem Menschen? Der Handel. Deswegen, schaut mal, Ikhwa, subhanallah, die Ayat von Allah Azza wa Jal, unterlass den Handel, das, was dich am meisten beschäftigt. Warum? Bist du dein eigener Versorger? Oder was haben wir gesagt, wer versorgt dich? Allah Azza wa Jal. Er möchte nur diese Zeit, Jumu'ah, von dir, dass du dein Handel unterlässt und dann gehst du in die Moschee und betest dein Gebet. Du brauchst nicht in eine Moschee zu gehen, wo die Khutbah 1,5 Stunden geht. Es gibt auch Brüder, möge Allah sie recht leiten, der macht 1,5 Stunden Khutbah. La hawla wa la quwwata, das ist kein Vortrag, das ist eine Khutbah. Eine Khutbah sollte maximal 35 Minuten gehen. Das reicht. So, dass man die Leute auch nicht langweilt, liebe Geschwister. Und dann, so unterlass den Handel. Fasau ila dhikrillah wa dharul bay', das ist besser für euch, bedeutet in der Dunya, dass ihr bei Allah Ehre bekommt. Und in der Akhira, dass ihr nicht bestraft werdet, wenn ihr nur wüsstet. Das heißt, was hat Allah uns verboten, während Jumu'ah zu machen? Zu arbeiten, Handel zu betreiben. Aber jetzt die nächste Ayah gleich. Wer sagt mir den Anfang von der nächsten Ayah? Wer die Nummer kennt, kennt auch die Surah. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Und wenn ihr dann das Gebet abgeschlossen habt, so breitet euch auf der Erde umher, geh arbeiten, geh dein Döner schneiden, geh du dein Schaf schlachten, geh. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, und verlangt die Gnade Allahs Azza wa Jal. Und gedenkt Allahs viel, denn wisset, Allah gibt euch diese Gnaden. Das, o Diener Allahs, ist für dich Pflicht, dass du zum Jumu'ah gehst und dass du nicht wegen deiner Arbeit Jumu'ah unterlässt. Sag mal, Abu Bara, ich werde Probleme bekommen mit deiner Arbeit. Hast du gefragt? Nein, er hat nicht gefragt. Er hat für sich schon bestimmt, ich werde Probleme. Wie viele Muslime gibt es, bitte, die arbeiten und zum Jumu'ah gehen? Gibt es nicht genug? Es gibt genug. Wie haben die das geschafft? So machst du das auch, genauso wie die Millionen von Muslimen. Ganz einfach. Und wenn du nicht zum Jumu'ah gehst, wie Allah es dir befohlen hat, was denkst du, wird Allah dein Vermögen segnen oder dich damit verlieren lassen? Allah wird dich damit verlieren lassen.
was bringt dir dieses Vermögen? Deswegen möge Allah unsere Geschwister dazu leiten, dass sie zum Jumu'ah gehen.